Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft, die mit dem Licht tanzt. Und zwar sind wir hier noch in Goldhain. Ich habe das Schmelzen abgeschlossen. Und jetzt werden wir mal gucken, was wir hier noch braucht so lernen können. Aha, nix. Was können wir denn basteln? Warte mal, hier ist der Amboss. Wir können Gewichtstein oder rauer Wetzstein. Rauer Wetzstein ist, glaube ich, Klingenwaffe. Genau, da werden wir jetzt mal 10 herstellen, weil momentan rennen wir ja mit dem Schwert rum. Oh, 25, sehr schön. 26. Ne, jetzt 26. 25. Sehr schön, sind wir schon mal auf 30. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Hose ist schlechter. Ach, die habe ich an. Die Stiefel habe ich an. Und jetzt sind Einhandwaffen. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir bauen. Was wir lernen können. Kupferkurzschwert, Mauerschleifstein, Kupferklemor. Kupferklemor. Jetzt muss ich mal gucken, aber dürfte schlechter sein als das, was ich habe. Kupferklemor, da haben wir es. Und es hat mehr Schaden und die aber Stärke ist wie dir. Aber kann ich sowieso nicht, weil ich habe keinen Leder. Okay, so, dann gucken wir mal nach, was wir noch so machen können. Rauer Schleifstein. Dann machen wir den erstmal. Hier noch die Hosen machen. Also ich mache das jetzt deswegen, obwohl ich die Hosen zwar schon habe, damit ich eben halt einfach das nehme, was am meisten bringt. Und das waren die Hosen mit 6 Stück. So, jetzt sind wir bei 42. Wir gucken nach, was wir noch können. Kupferkettengürtel, runenverzierte Kupferstulpen und Kupferstreitdacht. Jetzt gucken wir nach, was wir bauen können. Ich glaube nichts, weil wir haben nichts mehr da. So, Kupferkettengürtel. Schlechter. Kupferstulpen, die wären schlechter. Okay. Obwohl Gegenstandsstufe 9. 5 Rüstung. Okay. Ist ja unding. Ach, Kette und Platte. Gut. Das ist jetzt gerade ein Erkenntnis geworden. Gut. So, dann werden wir mal verkaufen gehen. Wie kann ich euch helfen? Ach halt, da war noch was. Seid vorsichtig. So, das ist der raue Wetzstein, genau. Und die wollen wir für unser Schwertchen. Klasse. So, jetzt werden wir aber erstmal noch uns schön in die Küche stellen und ein bisschen was brutzeln. Dann wollen wir mal. Als erstes machen wir mal verkoteltes Wolfsfleisch. 10 Stück. Machen wir mal 9. Sehr schön. So, dann kann ich nämlich beim Kochlehrer. Braucht ihr etwas? Spinnenkebab der Kaldurei. Sehr lecker. Auf dann. Dann können wir jetzt hier nämlich weiter kochen. So, da haben wir nämlich gewürztes Wolfsfleisch. Und das werden wir jetzt auch alle erstellen. Jetzt haben wir 19, dann nehmen wir das.
Schönen guten Tag. Und wir können nichts weiter lernen. Sehr schön, aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen was an Essen. Pellkopf. Okay. Dancing Devil. So. Dann wollen wir mal zur Weststrom-Garnison und nee, halt, wir haben ja noch Maybell vergessen. Da müssen wir als erstes hin. Das geht nicht anders. Kommen wir denn dahin, wenn wir hier Quests auslassen? Ein Rehkitz, das haben wir glaube ich schon geliebt. Ein Schaf. Wird auch geliebt. Sehr schön. Eine Liebe hier in WoW. Da ist eine Maus. Die wird auch geliebt. Eine Ratte. Liebe. Aber ich glaube... Klump. Da gibt es nämlich noch eine Quest. Hier liebt Ratte von Sturmwind. Genau. So ungefähr da. Braucht ihr etwas? Guten Tag. Gebt Tommy Joe Steinfeld Maybells Liebesbrief. Schönen Tag auch. Natürlich, wenn wir der Liebe helfen. Wo gibt's denn sowas? Dürfte ja bald wieder Nobelfest sein. Kann man sich dann wieder zum Hasen machen. Jetzt mache ich mich ja bloß zum Affen. Hof der Steinfels. Prinzessin. Da steht er ja. Der Tommy Joe. Hallo. Sprecht mit Oma Stein. Mögen eure Reisen sicher sein. Na dann. Steinhauer Eber. Und Lotte Melon. Guten Tag, guten Tag. So. Braucht ihr Hilfe? Bringt Oma Steffens Nachricht zu William Pestel. Lebt wohl. Ach, das ist doch der Typ, der da in Dingsbumsens hier in... Braucht ihr Hilfe? Tötet Prinzessin. Das mach ich. Schönen guten Tag. Spricht mit Billy McClure. Mögen die Reisen machen sicher sein. Komm mal ran, Prinzessin, hier auf einen Meter. Zu nah. Ja, oder? Hehe. Was hast du nur davon? Hallo. Hallo. Yeah. Stufe 10. Und 50 Quests.
Herzlichen Glühstrumpf. Danke, danke. So, da ist auch noch Erz. Und den hat die Uffi rein. Wo sind die hin? Egal, stört uns nicht. Wir nehmen das Erz mit. Oh, ich habe was Neues bekommen. Was ist das? Oh, Teil des Templers. Entfesselt einen mächtigen Waffenangriff, der ein gegnerischen Ziel 55 Heiligschaden zufügt. Okay, Heiligsblechle. So, was machen wir denn? Vergeltung, genau. Das werden wir auch behalten. Tank ist nicht so meins und ein Heilpaladin ist, ja, auch nicht so meins. Bringt 4 Portionen zartes Eberfleisch zu Tantchen Bennys erinnert auf dem Tralala. Na, dann wollen wir mal. Oh, guck mal an hier, aua. Nicht wegrennen. Fertig. Wir hätten hier wirklich eine Buslinie einrichten können, so oft wie man hin und her rennen muss. Wer ist er denn, Schurke? Hallo. Hallo. Man sieht sich. Und wieder zurücklaufen. Mann. Leute, Leute, Leute. Und Eichhörnchen. Erst geliebt und dann tot geliebt. Und hops. Gütten. So. Goldzahn verhauen und dann auf zu Tantchen. Na dann, werden wir Jolzahn mal einen Besuch abstatten, dem ollen Kobold. So, erstmal den Tunnelgräber guten Tag sagen. Ich hab schon mal eine SMS geschickt. Nicht mit Tante Bernis. Ach da. Hier wird nicht mit Tante Bernis Halskette abgehauen. Was ist denn sowas? Ältester der Weise. Naja. Oder so halt. So, Bergbau hat sich auf 48 erhöht. Ach, das Goldzahn schon wieder. Machen wir mal einen Bogen drum.
Sehr schön. 7. So. Wie geht's? Auf dann. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Auf jetzt zu Oma. Das Reh auch geliebt, dann freuen die sich alle. Wo ist denn der Hase hin? Ach, der wollte ein Eichhörnchen. Wollen wir mal fressen. Hier ist was los. Und Malachit. Tekla. Grün steht mir nicht. Nur mal so als Tipp. Grausige Trophäe haben wir jetzt schon 116 von 215. Sehr, sehr schön. Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. Da muss ich eh dem nicht sein. Jetzt werden wir aber erstmal William Pestel. Bringen 4 Kristalltangwedel nach Goldheim. Okay, da müssen wir jetzt zum See. So, und dieser See ist natürlich voll mit unseren schönen Morlocks. Das heißt, wir werden sie dann erstmal so ein wenig dezimieren müssen, bevor sie uns dann diese Kristallware-Dingsbums da geben. Ey, komm mal hier. Das ging ja mal ein Fix. Ja, das war natürlich sowas von klar, dass der Keynes hat. Ah, oh. Bei Japet so Jan. Einen fischigen Fisch. Aha. Komm mal ran hier. Ich will was erzählen hier. Genau, komm ran hier. Sehr schön. Ich habe fertig. Da war noch Erz. Stimmt. Ach, das ist doch bei den...
Räudiger Wolf. Ach, der schon wieder. Hey, noch ein Beutel. Das ist ja mal schick. So, na dann. Abbieger Lobby nach Hause. Und dann ist auch schon wieder die Zeit rum, Mann. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man keinen Spaß hat. Haha. Ein Scherz. Guten Tag. Kirschnerlehrer. Aber das haben wir ja nicht. Wir sind ja Bergbauer und Schmieder. Und da verhauen sie sich schon wieder gegenseitig. Adiro, der Geduldige, gegen den Zip. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reise. Lump. Sehr schön, Stufe 11. Wie geht's? Hallo! Zu Mabel. Schönen Tag. Machen wir, aber erstmal machen wir was anderes, weil wir sind ja jetzt 12. Quatsch. 11. Ist ja fast dasselbe. Braucht ihr etwas? Und wir können jetzt nämlich Berufsquests annehmen. Mit Level 10 geht das. Tägliche Berufsquests, die eben halt dafür sorgen, dass wir unsere Fertigkeiten in Sachen Beruf ein bisschen verbessern können. Und dazu gibt es in jeder Hauptstadt jeweils eine Quest für Kochen und eine Quest fürs Angeln. Die werden wir beide machen. So, die sind hier Gott sei Dank auch nicht weit voneinander entfernt. So. Da ist doch schon die Quest fürs Angeln. Mal gucken, was heute kommt. Es gibt verschiedene Questen. Wenn man alle gemacht hat, dann kann man auch alle. Schön darauf. Ja, dann kriegt man einen Erfolg. Und wenn man alle für die Hauptstädte durch hat und da praktisch jeweils den Erfolg gemacht hat. Gibt es auch einen Erfolg. Und da ist der. So. Hallo. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.